Ja, ne? Ja, ne? Warst du wenigstens in der Nähe von zu Hause oder geht's dir so wie mir? Ein kleines Stück. Und ich hatte schon die einmal. So, wenigstens hat sich unser Ausflug etwas gelohnt. Wir haben ziemlich viel Eisen gefunden und wir sind ja auch noch nicht fertig. Auch wenn es sehr stressig war und eigentlich absolut nicht so wie geplant. War hier nicht noch irgendwo Eisen? Oh, Jungs, ihr geht mir echt auf die Nüsse. Och, Hund. Okay, Wasser. Da hier aber auch überall Erde ist, gehe ich nahe der Vermutung, dass wir gar nicht so weit unter der Erdoberfläche sind. Ich weiß, ich kann doch einfach nachschauen, aber ich habe jetzt keinen Bock drauf. Weil wir brauchen halt einfach immer noch fucking Redstone, sonst finden wir nie und nimmer nach Hause. Aha, Wasser, ja, Eisen, so, solange wir jetzt nicht gleich ersaufen. Hey.
Es ist noch dunkel, da war ich wohl scheinbar doch noch nicht. Dann gehen wir doch auch mal hier hin weiter. Hier ist auf jeden Fall noch Kohle en masse, die wir natürlich auch sofort abbauen werden. Ein einziger fucking Redstone wird mir ja schon reichen, dass ich diesen scheiß Kompass machen kann, um nach Hause zu kommen. Eisen in der Kohle, auch nicht schlecht. Natürlich geht jetzt auch noch die Hacke am Arsch. So, hier geht es natürlich gleich wieder in fünf Richtungen. Dass man sich ja nicht entscheiden kann, wo man langlaufen soll. Und sich dann natürlich grundsätzlich... uncool, uncool. Und noch einer, uncool. Jo, kannst ruhig, Leute. Alles klar, hier ist ein Rosengarten. Hundi, du hältst mir die Skeletoren vom Leib, hoffe ich doch.
Aha, hier fliegen schon wieder Hubschrauber durch die Höhle, alles klar. Lava. Ein Kohlevorkommen an dem nächsten hier. Das ist ja Wahnsinn. Und Gold haben wir auch noch gefunden. Mal was Neues. Diamanten fehlen aber noch. Jo, Hundi, erschreckt mich doch noch mehr. Natürlich springe ich noch in den letzten Hauch Lava rein, ich Depp. Gerade so. So, das hat mich jetzt fast meine letzte Essensreserve gekostet und ich habe immer noch keinen fucking Redstone. Ich bin doch schon in der Höhle. Das ist mir jetzt etwas zu heikel, um ehrlich zu sein.
Schwanzersatz mit Hundi greifen die Skeletoren nicht an. Und ja, Verrecken der Lava. Natürlich ist jetzt auch diese Spitzhacke schon wieder im Sack. Okay, wir machen jetzt kurz eine Steinspitzhacke. Einfach nur, um hier ein bisschen tiefer zu kommen. Weil ich jetzt einfach Redstone brauche, weil ich kein Essen mehr habe und nach Hause muss. Wie tief sind wir jetzt? 16, noch ein bisschen. Hundi. Schiebt er mich hier fast noch in die Lava rein. Ja, Redstone, yippie. Redstone kann man so nicht abbauen, fällt mir gerade ein. So, dann müssen wir hier wohl doch ganz kurz campen. Die Kohle, die nehmen wir noch mit. So, die Kohle haben wir auch. Jetzt kurz das hier und das hier und das da rein und das da rein.
fassen wir mal ein bisschen zusammen, dass wir uns nicht das ganze Inventar zuklumpt. So, jetzt haben wir wieder eine Eisenspitzhacke. Jetzt nehmen wir den Kladderadatsch hier. Nein, die brauchen wir gleich eh nochmal. Dann stellen sie nochmal auf. Den können wir schon mal abbauen. So, jetzt holen wir uns den Redstone hier. Perfekt. Und das. Und Selado rein. Und schon haben wir wieder einen Kompass. Jetzt die da noch abbauen. Und jetzt nichts wie nach Hause, Jungens und Mädels. Hundi, lass mich durch, ich will nach Hause. So, auf was für einer Höhe sind wir hier? 35 Chunks. Ja, 35 halt, ne? Über uns scheint definitiv irgendwas zu sein. Ja, direkt eine Höhle natürlich verwitscht, ne? Skelettor. Hundi, hilf mir. Weiß ich nicht. Nee. Okay, naja, schlechter Ausweg. Wir suchen uns einen anderen Ausgang, Hundi. Ja, was denn? Besuchen wir es einfach mal hier. Ich glaube, ich höre Wasser. Ich hoffe, wir tun uns jetzt nicht direkt in einen See hochbuddeln. Bei meinem Glück natürlich.
Wahrscheinlich sind wir im höchsten Berg auf der ganzen Map und buddeln uns da gerade nach oben. Bei meinem Glück, ich meine, wir sind jetzt schon auf 52 Blöcke Höhe. Hier haben wir halt natürlich jetzt direkt nochmal Eisen gefunden. Das kann ich hier natürlich so nicht zurücklassen, aber das habt ihr bestimmt schon gewusst, als ihr es gesehen habt. Wir können gleich schauen, wir müssen eh so grob in diese Richtung, also buddeln wir uns einfach erstmal hier weiter hoch. Oh, und es ist sogar tagsüber. Ich fasse es ja kaum. So, und ich glaube, wir sind gar nicht so weit weg von zu Hause. Hier vorne fängt direkt das Sumpfgebiet an. Ja, die Pilze hier kenne ich sogar.